Hallo Freunde, mein Name ist Siegfried Eichhorn und in diesem Video beschäftige ich mich mit dem Thema Fotografieren im Wald. Ich habe mir einen ganz speziellen Wald herausgesucht und zwar stehe ich hier in Grafrath, das ist ganz in der Nähe des Ammersees und dieser Wald wird auch forstlicher Versuchsgarten genannt. Versuchsgarten deswegen, weil hier Bäume aus Nordamerika, aus Japan, aus China und ganz Europa gepflanzt wurden und das fand schon 1881 statt unter König Ludwig II. Und ich möchte mich mit diesem Ausflug zum einen über die Bäume informieren, aber zum anderen auch mein fotografisches Auge für solche Motive schulen. Ihr kennt es sicher, ich sehe den Wald vor lauter Bäumen nicht und so ist es auch hier. Der Wald ist sehr, sehr dicht und es ist gar nicht so easy, finde ich, hier irgendein schönes Motiv zu finden. Das erste Motiv ist jetzt hier dieser Mammutbaum. Was kann man daraus machen? Man kann auf jeden Fall mal hier ranklopfen. Der ist nämlich fast hohl, würde ich fast schon sagen. Den Mammutbaum hier kann ich jetzt leider nicht im Hochformat aufnehmen. Also das heißt, ich habe keinen Platz, mich weit genug wegzubewegen, weil er richtig hoch ist. Querformat funktioniert eh nicht. Dann suche ich mir jetzt einfach mal eine neue Position aus, beziehungsweise Perspektive. Mache das mal ein bisschen anders, weil die Baumkrone sieht eigentlich ganz geil aus. Und diese Strukturen hier an der Rinde sehen auch super interessant aus. Und als erste Idee hätte ich jetzt einfach die Kamera hier auf die Rinde drauf zu setzen, an den Baumstamm und einfach mal nach oben zu schießen. Und da ich die Baumkrone fokussieren will, suche mir jetzt einfach unter meinen Focus Settings, also unter der Focus Area, Flexible Spot M heraus, weil da bin ich jetzt einfach flexibel und kann mit dem Joystick den Fokuspunkt setzen und ich setze ihn wirklich in die Baumkrone, damit ich hier den Baumstamm etwas verschwommen drauf bekomme, aber ich sehe dennoch genug Struktur und schieße einfach senkrecht nach oben. Und dabei beachte ich auch, dass der Baumstamm ja halb rund ist auf meinem Foto und lasse den auch in die linken und rechten Ecken einfach zulaufen. Bam! Sieht total interessant aus, ist mal was anderes wie einfach nur gerade drauf zuzuschießen, finde ich. Ich fotografiere das Ganze jetzt auf einer 5er Blende. Ein Objektivwechsel kann auch nicht schaden, auch wenn es nur 2 mm sind. Und so habe ich mein Samyang 14 mm draufgeschraubt. Das ist die Autofokus-Version mit der 2,8er Blende. Ich hoffe mir jetzt dadurch ein Foto machen zu können, in dem ich noch mehr von der Baumkrone drauf bekomme. Oder einfach den Baum wuchtiger aussehen zu lassen. Die Linse ist so weitwinklig, dass ich jetzt fast meine Mütze mit fotografiert habe. Und jetzt schaut her, ich fress Dreck, aber so kommt ein geiles Bild zustande. Also ich bin mir sicher, den Baum hat hier so in der Art noch keiner fotografiert. Boah, schön dreckig geworden. Jetzt mal schauen, was noch alles kommt. Ich war noch nie da, der Rundweg geht circa eine Stunde. Ich werde wahrscheinlich 3 brauchen. Eigentlich müsst ihr mich ja fast schon schämen, denn wenn ihr mir jetzt 10 Logos vor die Nase haltet mit zum Beispiel McDonald's, Apple, KFC, Mercedes-Benz und, ich würde sie alle sofort erkennen. Aber wenn ihr mir 10 verschiedene Baumarten zeigt, ja, und ich sollte die benennen, die auch in Deutschland wachsen, ich würde es nicht schaffen. Aber ich bin heute auf einem guten Weg, mich da wieder einzuarbeiten in das Thema, um das auch entsprechend der nächsten Generation, also meiner Tochter, mitzugeben. Also hier werde ich auf jeden Fall auch mal mit Kind herkommen. Ja, und auch der Waldboden an sich bietet mir hier auch eine Möglichkeit, ein schönes Bild einfach zu machen, die diese Stimmung wiedergibt, weil hier am Waldboden liegen diese schönen Tannennadeln und die geben der Sache oder dem Boden eine gewisse Struktur
Und wenn ich mir da noch einen Fleck aussuche mit einem ganz schönen Vordergrund bzw. einem bestimmten Motiv, könnte das ganz interessant wirken. Also gehe ich jetzt mal runter und schau mal nach einem Blatt oder einem Ast, der hier irgendwo rumliegt auf dem Boden. Wenn ich hier unten bin, sehe ich den Waldboden mit ganz anderen Augen. Ich habe mir hier gerade so ein Blatt herausgesucht und jetzt dekoriere ich hier mal wieder meine Fotolocation. Ich lege das Blatt einfach so, dass es von den Sonnenstrahlen schön angeleuchtet wird. Gar nicht so easy. Und wähle hierbei eine relativ hohe Blende, weil die Sonne genau vor mir auf, keine Ahnung, 11 Uhr steht. Und die möchte ich als Blendensterne gerne mit dem Bild drin haben. Blende 16 schließt ja die Blende bekanntlich sehr stark. Und somit muss ich meine ISO auch entsprechend anpassen und nach oben drehen. Jetzt dekoriere ich hier meinen Waldboden noch ein bisschen. Und kann auch mal ein Foto machen, was ja vielleicht mal ganz, ganz interessant wirkt. Schade, dass die Sonne nicht mehr ganz so geil jetzt hier zur Geltung kommt. Aber ich mache es jetzt einfach mal. Bam. Zum Vergleich jetzt auch mal mit einer 2,8er Blende. Jetzt muss ich kurz noch den Spot wechseln, um 2-3 Meter zurückzukommen, weil die Sonne bewegt sich so schnell, dass ich diese schönen Sonnensterne nur aus einer ganz bestimmten Perspektive aufs Bild bekomme. Ah, sieht schon echt geil aus, muss man schon echt sagen. Mal auf Blende 20, ISO 3200. Nature, Leute. Bam! Die Sonnensterne kann man auch nur aufnehmen, wenn die Sonne so richtig schön knallt. Jetzt ist schon wieder diesig. Das war schon wieder. Ich hatte jetzt für den Shot 1 Minute, 2 Minuten. Das kann ich schon wieder vergessen. Also, weiter geht's. Hier habe ich einen Baumstumpf gefunden, da löst sich irgendwie so schön die Rinde und obendrauf gibt es noch eine herrliche Frisur. Mit Efeu bewachsen ist er auch. Ist für mich jetzt auch ein ganz schönes Motiv. Und da wechsle ich jetzt auch mal zwischen 14 mm und dem Tamron 70 bis 180. Und ja, versuche eine Perspektive zu finden, die mir irgendwie taugt. Einmal möchte ich die Sonne mit im Bild haben, andererseits fotografiere ich auch mal hier mit dem Licht, um hier die Struktur auch geil aufnehmen zu können. Baumstumpf liegt bei mir hier immer im Fokus. Zack. Cool. Schaut doch irgendwie nice aus. Die Stechmücken ärgern mich jetzt auch mittlerweile. Und das Ganze mache ich ohne Stativ, da bin ich einfach viel, viel flexibler, weil Stativ würde mir hier auch überhaupt nicht weiterhelfen. Ja, auch hier ganz gut durch die Blätter von unten nach oben durchschießen. Sieht auch bestimmt ganz gut aus. So, Hauptsache der Baum ist im Fokus oder der Baumstamm. Cool. Wäre ich jetzt nicht mit der Kamera unterwegs gewesen, würde ich einfach nur vorbeilaufen und hätte diesen Baumstamm gar nicht wahrgenommen, aber so schule ich durch diesen Waldspaziergang mein fotografisches Auge und das wird mir bestimmt auch in der Landschaftsfotografie bei der Motivsuche und Perspektivensuche bestimmt irgendwie zugutekommen. Wieder eine schöne Aktion heute, Leute. Ja, Freunde, ich habe für heute mitgenommen, dass man im Wald einiges fotografieren kann, sein fotografisches Auge auch schulen kann. Und jetzt muss ich aber auf die Uhr schauen, um rechtzeitig wieder daheim zu sein. Ich würde mich trotzdem freuen, wenn ihr mir ein Like für mein Video gebt oder meinen Kanal gleich abonniert und die Glocke läutet. Jetzt noch ein Foto von den Mammutbäumen und dann bin ich raus hier. Peace out.
Ha ha.